Zum ersten Mal seit 6 Jahren und nach 10 Zinserhöhungen in Folge kann man sagen, nach der heutigen Zinssenkung von 0,25%, ja, die Zinswende ist eingeläutet. Das Instrument der Zinserhöhung hat sowohl die Europäische Zentralbank als auch die amerikanische Fed eingesetzt, um die Inflation zu bekämpfen. Das hat jetzt doch etwas länger gedauert, aber ich glaube, man kann sagen, es hat am Ende dann doch gewirkt. Die Inflation ist runtergegangen, nicht ganz dahin, wo man sie haben möchte, nämlich bei 2%, sondern laut der Schnellschätzung in Österreich sind wir im Mai bei 3,3% gewesen. Aber ja, im Vergleich zum Vorjahr sind wir deutlich niedriger und ja, es hat gewirkt. Und jetzt muss man anfangen, die Zinssenkung als Instrument zu benutzen, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Zwei Auswirkungen. Auf der einen Seite werden die Kreditzinsen günstiger. Das bevorzugt natürlich jetzt die Wohnungskäufer und die Häuselbauer, die in Zukunft günstigere Kredite bekommen können. Das heißt, wer Wohnraum schafft und den finanziert, das wird in Zukunft günstiger. Das ist gut. Das wird auch die Bauwirtschaft wieder ankurbeln. Und auf der Industrieseite ist es nicht auch gut, denn Kredite für Industrieprojekte, die werden günstiger. Und das heißt, das fördert die Innovation, das fördert einfach die Weiterentwicklung und sollte hoffentlich auch die Wirtschaft wieder ankurbeln. Für die Sparer ist es eigentlich nicht ganz so toll, denn jetzt ist die sogenannte Einlagenfazilität von 4% auf 3,75 gesunken. Das heißt, die Europäische Zentralbank zahlt den Banken für die Einlagen nur mehr 3,75 und nicht mehr 4. Und wenige Banken geben diesen Zinssatz auch tatsächlich an ihre Kunden weiter. Was heißt das für den Endverbraucher, für den Kunden? Er muss mit seiner Bank reden, muss mal schauen, wie viel Zinsen kriege ich denn? Und wenn die Antwort nicht gut ist und nicht bei 3,75 liegt, dann muss man mit der Bank reden. Und wenn die Bank nicht bereit ist, hier Zinsen zu bezahlen oder eben, wie gesagt, die Zinsen von der EZB weiterzugeben, dann muss man eventuell den Anbieter, in dem konkreten Fall halt die Bank, wechseln. Anbieter, die das tun, findet man natürlich im Internet oder zum Beispiel bei Deutsche Bank.